Ich habe Stufe 73. Mensch. Ich würde einfach das mal annehmen hier, die Wirbelleber. Mein Güte! Just flame them. Ich weiß gar nicht, wo man hier lang muss. So, also, runter ist schon mal bestimmt richtig. Aber wozu der andere Weg ist, weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Dann sind wir verpasst am Boss. Und gehen wir dann halt zurück, wenn es irgendwo nicht weitergeht, keine Ahnung. Ich versuche lieber auch wieder einzeln die wegzuziehen. Ne? Jo. Er ist überlegt, ob man sie überspringt, aber ich glaube, das ist zu gefährlich. Ja, nachher das ist so ein Trigger, das alle an sich ranholen. Ah. Ja, wir müssen es immer mal wieder so einstreuen. Wir sind übrigens auf dem EU-Server Boulderfist. Für alle, die spät einschalten. Warum haben wir Krieger Pala genannt, Scooby? Müsst ihr dazu was sagen? Lila Pala? Also, Pala. Pala Krieger. Krieger habe ich gesagt, nicht Healer. Hast du gesagt? Ja, ist ja okay. Kann ja sein. Mal einfach Krieger genommen, weil Krieger Damage. Ich fange anders an. Das Hauptziel ist ja True and True zu tun. Und der Krieger stellt sich da als guter DPS heraus. Er trägt Platte. Hat ein paar defensive Cooldowns und einfach einen verdammt guten Overall Damage. Das wissen wir haben vorher. Ist auch mit dem Retri-Parler versucht, mit einem Heal-Druiden zusammen. Aber der Overall-Damage fehlte einfach und der Druide konnte den Parler auch nicht supporten. Also ein Druide kann überhaupt nicht im Damage supporten, davon haben wir uns auch gesehen. Wir versuchen das jetzt mit dem Heal-Parler ein bisschen zu kompensieren. Und weil der auch Platte trägt und nicht davon abhängig ist, die ganze Zeit wegzulaufen, dass wir ein bisschen solider spielen können. Den Gegner leichter unter Druck setzen können. Ja, das erhoffen wir uns von der Kombo. Das ist korrekt. Wir haben auch andere Kombos ausprobiert. Zum Beispiel. Wir haben viele Kombos ausprobiert. Aber nicht in Kanda. Na doch, Man schon. Zum Beispiel Hexenmeister Rogue. Zum Beispiel. Was ist da nochmal schief gelaufen? Druide. Rogue. Druide Krieger. Das lief auch schon ziemlich gut, muss man sagen. Druide Krieger. Der Krieger hat aber nicht das Equip, weil wir die anderen ausprobiert haben und die hatten auch Equip. Das ist Equip. Hauptsächlich Todesritter, Petri und. Ja, eigentlich dann kam schon der Krieger. Dagegen mein Resto-Druide ist, was Equip technisch PvE-mäßig angeht, fast am Limit. Na, das stimmt. Und. Ah, selbst da ist er nicht so stark, wie ich ihn gerne hätte. Und er kann halt keinen Damage machen, ne? Nicht mal so ein bisschen. Nur die ganze Zeit die beiden Dots. Aber das macht's nicht so. Aber man braucht ein bisschen mehr Burstet. Also nicht Burst im eigentlichen Sinne, nur so im Vergleich zum Healer-Damage Burstet. Eben. Und das kann ich als Parler machen mit Exorzismus und... Vielleicht sogar in Kombination mit Flügel, wenn man die noch hat. Heiliger Zorn habe ich noch. Und ich gehe halt nicht out of Mana. Ich habe noch meine Richturteile, um das noch zu verbessern. Und ich habe einen Stun, in dem Scooby nuken kann. Zum Beispiel den hier. Ah. Und das. Dann hast du auch noch einen normalen Interrupt auf Close Combat Range. Genau. Weil. Ich habe Weil. Das ist eigentlich mein stärkster Zauber. Denn erlaubt es dem Paladin Damage zu machen, während er noch healt. Und ich habe halt den stärksten Single-Target-Heal als Holy.
zusammen mit Flammen des Glaubens einfach perfekt für Tunju. Eben. Der Druide, der macht schon mehr Sinn im 5 und 5. Aber im 2 und 2, da sehe ich einfach den Parler immer noch als stärksten Healer. Wie funktioniert das hier? Kann ich hier durchgehen, ohne zu sterben? Bisschen falsch. Oh. Der Weg ist versperrt. Hätten wir hier. Ja. Ach, man hätte auch runtergekonnt. Ja. Weird. Muss man jetzt rein? Ich dachte, ich zerschnitten werde von Razor. Vielleicht muss man was auslösen oder war es eben offen? Behälter der Legion. Was mache ich jetzt? Mach mal was. Uff. Clean up, Scooby. Let's clean this. Clean it up. Ja, nicht mal einfach Plattenrüstung mit Schild. Ja. Ist man gegen Nahkämpfer immer perfekt gewappnet und gegen die anderen muss man halt ein bisschen mit Line of Sight arbeiten. Das stimmt. Ja. Als Druide selbst mit, ich hatte, man muss sich bitte jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, 4300 Abwertung. So, jetzt kommt's. Und ich konnte immer noch förmlich wegflasht werden von manchen Rogues. Zusammen, wenn ich Baumrinde anhatte und alles mögliche, ich werde trotzdem noch genugt. Selbst als Bär, in Bärengestalt, ja. Ist einfach kacke. Und jetzt will ich ein paar da mit Platte. So. Damit so ein Quatsch nicht mehr passiert. So sieht's aus. Ja. No. 4300 Abhärte? Tja. Check das mal. Es waren vor dem Patch fast 50% reduced. Nach dem Patch ca. 40. Tja, ein bisschen über. Du bist nochmal ein paar geskillte Talente, könnte man meinen, da kommt kein Damage mehr. Dann noch geskillt 6% weniger Magieschaden zu kriegen. Puh, ich werde trotzdem genügt. Selbst durch Bunker holst du durch. Das war in der Zeit, wo Scooby im Stun sitzt. Ne? Ja, nein, im Stun wohl. Dann siegen die natürlich auf Cooldown in solchen Momenten. Rogues haben auch genug Stuns, mal ehrlich. Wenn dann noch ein Druide dabei ist, der den Wirbel im richtigen Moment hinkriegt, tschüss. Ja. Und? Baumrinde sogar durch Glyphe noch verstärkt. So sieht's aus. Guck, das war ein Torwächter und hat auch einen eigenen Namen. Die beiden muss man wahrscheinlich töten, das sind beide Torwächter, um das Tor zu eröffnen. Ihr hört ein leises, öffnendes Geräusch. Und die Züge. Billiger ging's nicht. Es klingt, als hätte sich irgendwo etwas geöffnet. Scooby, was könnte das sein? Vielleicht ein Tor. Vielleicht bringt uns das in die nächste... Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Dummer Elefant. Stupid Puppy, stupid Puppy. Ich komm, bist du runter? Ich komm wieder. Halt sie durch. Komm mal ran, genau. Ich habe ein Video von einem gesehen, weil da hat er so ein Fanart-Bild gezeigt von dem Drachen in Karazhan oben, bei dieser Kuppel. Mhm. Das ist dieser Skelettdrache. Und dann, ja, ich, it's a Skeleton Dragon. I don't know where to find it. Don't know, they're all everywhere. Skeleton Dragons, it's Lich King. Ja, der wusste nie, dass Karazhan ist. Schön Noob. Und der macht solche Videos? Ja, das ist unsere Konkurrenzcode oder sowas, ja. Oh, er ist 2 Sekunden nicht da. Sorry. Wer ist 2 Sekunden nicht da? Der. Och, I don't care. Was ist denn das überhaupt? Zack, zack, zack. Edge.
Kann es sein, dass wir immer noch so ein Disconnect-Opfer hier haben? Mich? Nee, so ein Typen. Warum? Also wird bei mir jetzt angezeigt an der Seite. Bei mir wird angezeigt, einer fehlt halt. ja, okay. Disconnect ist kein. Dann schnappen wir uns erst hier noch ein bisschen Trash, vielleicht kommen die in der Zeit an. Ne? Wie viel sind es da? Zwei. Oh, das ist ja schon ein Boss. Das ist kein Boss. Doch, das ist ein Boss. Nein. Nein, ich meine halt der hier neben uns steht da. Ja, das ist ein Boss. Mann, Mann, Mann. Ja, normalerweise ist das so wie, oh, da ist ein Boss, dass einer von den 20.000 Mobs, die wir gepult haben, wirklich ein Boss ist. Ich muss erst mit der neuen Situation klarkommen. Der klatscht auch meinen Kopf kaputt, ja. Weißt du, der ist manchmal doch gut, ein Italiener zu sein. Und so kriege ich seine Hände voll in die Fresse. Ah, müssen wir jetzt doch Boss-Encounter machen, ne? Scooby, warte wenigstens, bis der eine wieder da ist. Der wollte nur 2 Sekunden weg sein. Ja, ich hab dir dann schnappen wir uns erst die Truppe. Ja, schräg. Jetzt werde ich keiner spielen, diese Instanz. Ein DBS, 5 Minuten. Guck mal, an einem Donnerstagabend haben die Leute auch meist Besseres zu tun, ja. Zum Beispiel sich auf den Unterricht morgen vorzubereiten. Hausaufgaben zu machen, ja, ja. Nochmal alles durcharbeiten, wiederholen. Was man die letzten 3 Jahre verpasst hat. No, das ist aber da, ne? Ja, no. Mach ruhig. Nee, wenn du nicht willst, mach ich nicht. Mach ruhig. Ja, was? Pariert, pariert. Oh. Lass mich aus dem Feuer treten. Ach, schönes. In 4. Mal war alle im Mund, okay, danke. Könnte. Ach, oh, shit. Damn, ich wollte noch rausrennen, aber. Nicht mehr funktionieren. Haben wir noch diesen Pro-Mage bei uns? Nee. Ein Hunter, wenn du rein willst, nice. Ja. Warum macht der Mage Blizzard in so einer Situation? Sven, du, da muss der Hunter echt in den Flammen noch drinstehen. Ja, das wäre gut gegangen, aber die Flammen sind ja tot. Ja, die beiden haben noch so ein AOE-Ding gecastet, da ist draufgegangen, wenn es war ein bisschen scheiße. So, welches ist jetzt unser... Ja, das war ja auch egal. Zum Dungeon teleportieren. Was? Ich komme, um dich zu retten, ja. Weil du gepult hast. Ich habe nicht gepult. Aber ich komme nicht raus, ohne zu pullen. Bist du nur gelandet? Bist du unter mir? Ah. Hey, you there. Da komme ich raus. Oh.